Und damit ein herzliches Willkommen unter Lutzer bei der Part Let's Play Final Fantasy 16. Sie ist ein kleiner, süßen Klops, gell? Den haben wir beim letzten Mal erledigt. Und ja, das war wirklich der kleine Klopskerl. Denn wir wissen, es erwartet uns noch ein viel größerer. Unser Weg führt uns hier direkt in das Herz der Bestie. Hugo Kupka, der hier alles geschworen hat, um sich an uns zu rächen, ist hier und er wird von irgendeinem seltsamen Herrn, der ihn ja auch gerettet hat beim letzten Mal, hier beeinflusst. Er wird nun wahrscheinlich uns einen ebenfalls so grausigen Kampf wie damals hier Benedikta bieten. Boah, das sieht so gut aus. Macht keine halben Sachen. Jung, warte mal. Wieso darf ich kein... Jetzt darf ich in Fotomodus gehen. Ah, so der Fotomodus von hinten, so. Leute, Mann, schaut euch das mal an. Dieser riesige Palast im Herzen eines Berges. Und wie dann so ganz leicht... Wenn eigener Mutterkristall nicht genug wäre. Ein Schloss muss da vorne. Und dann halt hier, wie das Licht so reinstrahlt. Also es sieht so geil aus, als würde hier echt gerade aussehen, als würde die Erde über ihm zusammenbrechen. Oh, Leute, das sieht sehr gut aus. Na gut, wollen wir uns einen Heiltrank jetzt schon... Oh, ich habe voll Leben. Oh, danke, das sind überall Heiltränke, die rumliegen, oder? Sehr gut. Ja gut, wir wussten, dass der Tag kommt. Nun ist es Zeit, endgültig Rache zu nehmen. Er für Benedikta und wir für Rosaria. Los geht's. Die Prüfung beginnt. Wer kommt der denn? Mein Fuß vorne! Holy moly! Was ist denn das für ein Monster? Ah! So leicht nicht, Terronus! Ah, genau! Danke! Gut, sind wir denn da ausgewichen? Danke. Oh mein Gott, wie viel Leben hat uns diese Superattacke bitte abgezogen? Oh, ist das schon der Titan? So, und jetzt schön auf die Blonzen. Krallensturm! Schlecht. So, komm, nicht nur eine Runde. Ich mache einfach zu wenig Schaden. Das Schlimme war gar nicht hier der Bonusschaden, den er gemacht hat. Also,
Oh nein. Danke. Diese Wellen, die er rauskam, das Schlimme war seine erste Attacke. Oh nein, ich habe halt dran gesetzt. Na gut, hilft nicht. Ich sehe schon, komm, wir sind schon Heiltrank leer. Bevor wir mit dem großen Kampf beginnen, Mann. Oh. Sehr gut. Übrigens, großes Lob an Spiel, dass es uns immer nach vorne warpt, wenn wir einen Gegner breaken. Das sind ja wieder diese seltsamen Echos, glaube ich, wo haben sie ja mal bezeichnet, die wir schon bei unserem ersten Kristall gesehen haben. Und die verbinden sie jetzt irgendwie hier mit Kupkas Kraft, so wirkt es zumindest. Also ist die Macht von Mythos. Ich würde es langsam nicht mehr wundern, wenn das Kupka selbst war. Der ist so mega unberechenbar. Ich bin gespannt, was er dazu sagt, wenn er sieht, dass wir seine Kraft gegen ihn einsetzen. Oh, und der Kill, man hat sich's voll gelohnt, man. Also, die Kisten sind so mega unspektakulär. Einfach so ein Reißzahn, yo, cool. Supertrank? Dank. Oh, gut gecallt, man. Falsche Fähigkeit eingesetzt. Oh! Ich habe ihn sogar richtig gespürt. Sehr gut. Manchmal aktiviert er Maxi doch Skill Muffix, aber nur ganz selten. Ehrlich gesagt, nicht so richtig hart Bock gegen die zu kämpfen, Mann. Das Schlimme ist, sonst hatten wir immer Begleiter und der Vorteil der Begleitern ist nicht nur, okay, Jill und Sitter haben schon gut reingehauen, aber der größte Vorteil ist halt, dass sie wirklich das Feindesfeuer von uns ein bisschen ablenken. Und das macht Torgel zwar begrenzt, aber wirklich halt nur sehr begrenzt. Und sind die hinter mir her? Spawn da jetzt keine? Ah, cool. Da spawnen jetzt welche bei der Kiste. Ganz sicher. Okay, also ich werde mir jetzt die Kiste nehmen. 100 Gil. 1600 Gil. What? Das ist echt so lustig. Wir haben irgendwie 60.000 Gil. Und also außer wenn ich mir diese Bücher kaufe, diese Chroniken, da brauche ich sie ja eh in keiner Art und Weise. und deswegen schwimme ich in Gil und 1600 ist halt mega wenig. Aber okay. Das ist sein Thron gewesen. Courage. Okay, gut. Wieso haben die Gegner eigentlich immer so krasse Fähigkeiten drauf? Und wieso lernen die Gegner auch immer mehr Fähigkeiten? Wo sind meine neuen Fähigkeiten? Ja gut, ich kann das da. Ist natürlich auch nicht ganz schlecht. Ja.
Nebenflamme, komm, kein Bock. Ich wollte es natürlich nicht machen, eigentlich wollte ich die Tarnfähigkeit einsetzen, aber okay. Ich sag jetzt einfach mal, das war Absicht. So. Mehr Gegner. Ne? Hui. Dann war das ja ein halbwegs erfolgreicher Kampf. So, ich setze mich jetzt erstmal auf seinen Thron. Eigentlich müssen wir den kaputt machen dafür, dass er unseren kaputt gemacht hat. Aber nun gut. Aber interessanter Gedanke, ob die Echos hinter uns her sind. Also ich hätte jetzt gesagt, ehrlich gesagt, die werden hergenommen, um uns abzuwehren. Mhm. So, wo bist du? Wo seid ihr? Ich weiß, dass ihr da seid. Ah. Ein Lich. Boah, der eine Dude, Mann. Der hat mir jetzt meine Attacke verhindert. Danke. So, ein bisschen zu früh eingesetzt. Aber das war gut. Und es sollte lang. Das ist. Der Lich ist nicht der schwerste Gegner. Nervig, aber nicht so schwer. Das Problem war mehr oder weniger gerade erst, dass er seine Gefolgsmänner hatte und dass ich die. Dass die mich genervt haben. So, ja. Okay, nicht meine Tür. Wie? Da kommen wir her, oder? Nee, da kommen wir. Okay, gut. Immer eine große Tür nehmen. Niemals die kleinen Türen. Das wäre voll langweilig. Sieht nach dir aus, Kupka. Aber wo bist du hin? Natürlich, Kupka, und das ist er heilig. Natürlich ist Kupka unser Hauptziel. Aber nicht zu vergessen, wir müssen auch den Kern zerstören. Also er würde das Ende von Domelka bezeichnen und mir fällt gerade auf, wir tun einfach mal so eiskalt hier dem Kaiser in die Hände spielen, weil dann hat er noch easier Spiel. Eieiei. Aber okay, es ist nochmal weit. Schauen wir mal. Es gibt eh keine andere Wahl. Entweder wir strecken ihn jetzt nieder oder er tut die halbe Welt vernichten, nur um uns zu bekämpfen. Es gibt nur diese beiden Optionen. Also Kupka, ich würde sagen, bevor du uns über die halbe Welt verfolgen willst, davor beenden wir es doch lieber hier, oder? Ja, war klar. Boah, wie schön das war, Mann. Nee. Ja, danke, danke. Ich wollte auch eigentlich auf den da hinten gehen, aber es hat natürlich mal wieder nicht geklappt. F you. Echt dumm war das gerade. So. Ja, die Limpfange.
Die Lebensflamme haut schon ordentlich rein. So, cool, jetzt halte ich natürlich keine Heiltränke mehr, gell? So, dass ich halt eine volle Leben antrete. Das wäre ja langweilig. Und natürlich sind es nicht die letzten. Ah, doch, jetzt sind sie. Benedikta, meine Liebe. Ich habe dich so vermisst. Kupka! Ich schwöre dir, meine Liebe, wir werden nie wieder getrennt sein. Halluziniert er? Ein Full Power Rage Titan. Das läuft ja, Mann. Das läuft ja richtig gut, Mann. Oh mein Gott, Mann. Also, Ifrits erwachen. Und das war eine sehr geile Szene. Das war eine sehr geile Szene. Ah! Und die Erde ist läuft amok. Oh, Leute, das sind die Größenordnungen, die ich hier sehen will. Aber es ist doch cheaten, ne? Die Hände da einfach nachwachsen lassen. Lieber nicht, lieber nicht.
Komm, hau drauf, er ist einfach so groß, Mann. Und er ist so agil, das gefällt mir eigentlich voll gut, Mann. Dass die Gegner halt einfach nur dicke Klopskerle sind, wie der sich gerade gerollt hat, Mann. Aber ist das hier Ultima, der ihn hier austricksen will? Endlich mal ein Kombo gelandet. Ich traue mich gar nicht nah an ihn ran, muss ich sagen. Ich bin schon nicht an, wie groß er ist. So, komm. Sehr gut. Ich schaffe nur vorher Luftkombos. Aber ist immer nett was. Ifrit, hau raus. Oh, ich weiß nicht. Sollen wir Safe Bet spielen, Mann? Dass wir halt immer Fernkampf waren. Ich meine, das ist mega lame, aber es funktioniert halt, Mann. Ich finde das übrigens so mega, Mann. Die Fights, Mann. Man hat einfach Final Fantasy 16 Fights genommen. Bisschen weniger Epicness gemacht, muss man also sagen. Aber dafür sie einfach viel krasser gemacht. Weil, wie gesagt, Final Fantasy 16 war halt einfach in diesen großen Fights nur Epicness. Aber ansonsten... Nein! Komm schon, Break! Yeah! Aber ansonsten halt sehr wenig. Und die Fights sind halt einfach nur mega gut. Toll inszeniert. Und sie bestehen halt nicht nur einfach aus Klicken. Also man muss schon hier gescheit kämpfen, Mann. Oh. Schau mal, fast eine halbe Million Schaden. Kannst du nicht immer dabei sein? Oh nein, und jetzt geht's erst los. Seht ihr dieses Lachen? Ja. Wo ist eigentlich dieses Purgatorium? Hau das mal bitte raus. Schwefel. Endlich eine Fähigkeit gelernt, Mann. Oh, die Abklingzeiten sind lang. Ja. Wie wir da ausgewichen sind, frag mich nicht. Frag mich nicht. Kirsch, das okay, das kennen wir wieder. Komm schon! Oh, Junge, Mann, was ist mit dem Typ los, Mann? Es wird nur schlimmer! Au. Unser erster Schadenspunkt, nicht gut. Aber bis jetzt läuft eigentlich und wir haben noch 6 Feuerbäder. So. Das war unser zweiter Schlag. Das war unser dritter. Oh mein Gott. Ja! Am meisten mache ich mir eigentlich Sorgen, dass wir wieder... Dass wieder irgend sowas wieder wie Ultima kommt oder irgend so ein furchtbares Wesen. Aber jetzt, Leute, ich kann's immer.
Gerade lief's so gut und auf einmal läuft's immer so. Ist richtig kalt. Ah, passt. Selbst unsere popelige Magieladung sieht so gut aus. So, dodgen besser durch die Gegend. Kämmer schon. Jetzt gehen wir mal näher an ihn ran und... Habe ich ihn getroffen? Ich weiß nicht mal, ob ich ihn getroffen habe. Komm schon! Everett! Ja! 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 Und zehnmal ja! Boah, was das Leben abgezogen hat. Aber okay, jetzt geht dann seine feine Phase. Jetzt wird's ungemütlich. Oh, schau mich an. 760 Tonnen. Jetzt wird's ungemütlich. Ja, sarkastisch oder was auch immer, Mann. So oder so, liebe Leute, nun wird's noch ein bisschen spektakulärer. Doch beim nächsten Mal müssen wir hier erst weiter warten. Nun muss ich euch leider mit einem Cut unterbrechen. Beim nächsten Mal geht's weiter mit Final Fantasy 16. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.